Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und wie ihr seht, befinde ich mich heute vor meinem Kleiderschrank. Und zwar hatte ich euch unter meinem Roomtour-Video damals gefragt, ob ihr mal Lust habt auf eine Kleiderschranktour. Und ich glaube, ihr habt ziemlich Bock darauf, dass ich das mal drehe. Deshalb mache ich heute eine Kleiderschrank-Roomtour für euch. Ja, und ich hoffe, ihr seid gespannt. Ich werde euch halt mein Kleiderschrank jetzt von innen zeigen. Ich würde mal sagen, legen wir auch schon los. Ich würde mal sagen, wir starten auf dieser Hälfte hier. Und zwar ist das meine linke Schrankhälfte. Und ich mache das erstmal auf. Hier seht ihr erstmal meine... Ich habe so ein bisschen farblich sortiert. Ich bin nicht so ein Mensch, der alles so farblich sortiert, aber so ein bisschen... ist es farblich sortiert. Also hier ist halt ein weißes, hier sind dann halt zwei schwarze Teile. Das ist zum Beispiel so eine Jeansjacke mit schwarzen Ärmeln. Deswegen haben wir eine andere Jeansjacke, die ich oft in meinen Musiklis auch trage. Einmal so eine dunkelblaue Jeansjacke. Ich glaube, die kennt hellblaue. Der Schrank ist nicht so groß, man sieht das auch so ein bisschen störend, aber das ist die hellblaue hier. Linke auch daneben. Dann noch meine Jeansjackenweste, die ich jetzt nicht extra rausholen werde, aber ja. Hier noch so ein weiterer Pullover, das ist dieser dunkelblau mit dem weißen Streifen. Das ist auch so eine meiner Lieblingsjacken. Also diese Camouflage-Jacke, ich liebe die. Ich habe die auch immer voll auf meinen Musiklis an. Zumindest trage ich die im Sommer richtig gerne. Und dann habe ich auch noch eine Jacke, die mache ich auch ziemlich gerne, weil die halt so etwas taillierter geschnitten ist. Diese Jacke hier, die ist von Holland Beer und finde ich sehr schön, weil die auch an den Ärmeln so enger geschnitten ist und nicht so weit ist und die sieht besser. Und ja. Dann habe ich hier noch so einen Pulli, den kennt ihr jetzt glaube ich noch nicht, aber den mache ich auch ziemlich gerne. Und ist dann. Man kann sagen, eigentlich so in dieser Schrankhälfte so die Sachen, die ich so am meisten trage und die auch relativ neu sind, beziehungsweise meine Favorite-Sachen, die hängen eigentlich immer alle hier so her. Auch eins meiner Favorite-Sachen, meine Adidas-Jacke. Ich kenne die bestimmt auch da drunter. Deshalb Adidas nicht gut. Weil aus Platzgründen hänge ich dann unter die Jacken auch noch T-Shirts drunter, weil sonst würde das alles nicht reinpassen und beziehungsweise hänge ich es auch so hin, dass man es gleich kombinieren könnte. Also zum Beispiel jetzt mein weißes Oberteil und meine Jeansjacke. Und so könnte ich das dann auch gleich als Outfit so anziehen, weil das finde ich halt ziemlich praktisch. Hier ist auch noch ein relativ neues Oberteil. Das hier. Den denke ich auch. Neben dem grauen Teil, damit alles farblich passt. Und dann hängt hier noch auf so einen extra kleinen Bügel. Sport-BH-Haupt. Ja, ich würde sagen, rutschen wir eine Etage weiter runter. So, hier befinden wir uns auch schon am unteren Teil des Kleiderschranks. Also hier erstmal noch hier oben, was hier so ist, unter den Sachen. Drunter sind halt meine Jogginghosen, so Leggings, Jogginghosen, einmal die hier, die ich neu, deswegen hier oben. Ist da auch noch so eine schwarze Leggings, die ich glaube auch alle von mir kennen. Ich habe davon zwei, das ist die eine davon. So eine beigefarbene Jogginghose und auch so eine graue Jogginghose. Hier rechts habe ich eher so für den Sommer so eine Hose. Das ist so kurze. Und Leute, fragt mich, warum ich die in Gelb habe. Ich wollte sie eigentlich nicht haben, aber ich habe sie. Von Fail Kauf. Ich habe mir die damals zum Geburtstag gewünscht. Also beziehungsweise hatte ich mir so Klamotten, halt mehrere Klamotten so zum Geburtstag gewünscht. Und hab es war halt eingestellt, die gelbe Hose, obwohl ich die graue wollte. Und dann ich so an meinem Geburtstag pack die so aus und ich so, warum ist die gelb? Ich wollte die doch in grau haben. Naja, aber ich habe mich damit abgefunden und fand sie eigentlich im Sommer. So knallige Farben sind auch mal ganz cool. Kommen wir auch schon zu dieser hier und das, was hier alles sieht, sind meine ganzen T-Shirts. Ich will jetzt nicht alle zeigen, weil ich trage
ähnlich, alle davon. Ich ziehe ziemlich oft meine Sachen aus, die ich glaube, ich könnte schon wieder aussortieren, aber im Moment habe ich noch keine Zeit dazu, wieder auszusortieren. Aber ich zeige euch einfach mal mein Favorite T-Shirt. Und zwar ist das das hier, das ist halt auch ganz neu. Von Adidas. Das könnt ihr, glaube ich, auch. So. Buntes Oberteil, ganz bunt. Ich habe auch hier ein Oberteil, das mache ich auch ziemlich gerne. Das hier ist von Champion. Ja. Das hier, das ist auch so ein Favorite Oberteil. Ich mag das voll gerne. Das ist so ein Top. Das ist halt unten so weit und das ist dann halt, es hat voll einen schönen Stoff und boah, wenn es dann halt so heiß ist, dann ist das noch richtig schön, weil es halt so luftig ist und viele Favorite-Teile, aber das sind so meine Lieblingsteile. Dann hier vor findet ihr noch meine kurzen Hosen. Links ist eigentlich die hier. Dann noch die schwarze, mag ich auch ziemlich gerne. Ja, die geht auch noch. Dann hier rechts habe ich auch noch mal eine Leggings, so eine Weihnachtsleggings, die war jetzt erst so. Die kann ich jetzt eigentlich da runter tun. So, und dann hier sind halt auch so für den Sommer, das sind so Kurzhosen. Die sind von Brandy Maville. Und die ist halt so awesome. Dann ist das auch so eine Hose, die kann man halt im Sommer mit so einem lockeren Top kombinieren, wenn so 30 Grad sind, wenn wir die hoffentlich dieses Jahr mal wieder bekommen. Ist das immer sehr angenehm, mit diesem Raum zu laufen. Ja. Unten befinden wir uns dann auch schon bei meinen Hosen. Ich zeige euch damit meine Favorite-Hosen, die ich aktuell immer trage. Einmal hier meine Sporthose mit diesem Netzstoff. Ich glaube, die kennen alle von euch. Also zumindest die, die mich auf Instagram kennen und stalken und so. Einmal diese hier, die mag ich auch ziemlich gerne. Die ist auch ist neu mit diesen Löchern. Ich habe wirklich so lange nach so einer Löcher-Jeans gesucht, die schön aussieht und so eine helle Farbe hat. Und endlich habe ich eine gefunden. Ich habe die auch noch an. Ich habe doch noch die andere Farbe. Also hier auch so mit Löchern halt. Und die mag ich auch sehr gerne. Bei Hollister gekauft. Weiter, dann habe ich auch noch eine schwarze Hose, darf bei keinem fehlen. Natürlich auch noch eine hellgraue Hose und mehrere blaue Hosen. Und noch eine hellgraue Hose. Meine Favorite-Hosen sind im Moment diese neu. Also immer allgemein, immer was ich neu habe, sind eh meine Favorite-Teile. Also ist die hier. Und welche Hose ich auch noch sehr gerne mag, ist diese Hosenfarbe hier. Weil es halt so ein besonderes Blau ist, finde ich. Sieht vielleicht in der Kamera nicht so schön aus. Und die mag ich auch noch sehr gerne, weil das halt so ein ausgewaschenes Blau ist. Ich würde mal sagen, kommen wir zu meiner anderen Schrankhälfte. Jetzt sind wir auch schon bei meiner anderen Schrankhälfte angelangt. Hier seht ihr meinen Spiegel. Ich glaube, der sieht nicht so sauber aus. Egal, da ist auch mein Ringlicht. Also ich bewundere, ich stelle mich mal vor, sie. Hier mit meinem Schrank. So, das ist auch schon meine andere Schrankhälfte. Und erstmal. Das ist so ein Ding, das gibt es bei Ikea, das kann man sich in seinen Schrank hängen. Nope. Das habe ich mir damals gekauft, weil ich nicht alles auf Kleiderbügel hängen wollte. Bisschen überfüllt. Hm. Noch so ein paar Pullis, die sind hier zum Beispiel. Und auch noch so ein Adidas-Pulli, den ich auch sehr oft und gerne anziehe. Das ist dieser kurze. Hier habe ich so schickere Sachen und auch Hüte. Nein, Schatz, ja, den habe ich mir mal gekauft in Berlin. Das ist eher so ein Sommerhut, also den trägt man im Sommer. Eine Cappy. Da habe ich so eine Cappy von Brandy Maville. Da steht Peachy drauf. Ja, dann eine Etage drunter. Hier sind so meine Tops. Favorite Top ist absolut das hier. Ich liebe das. Ich finde das einfach so schön. Ich finde halt den Ausschnitt ziemlich schön. Das ist alles so. Es ist halt zwar hochgeschlossen geschnitten, aber es hat halt hier nur so viele Öffnungen, wisst ihr? Von Forever 21 ist aber auch schon 2 Jahre her. Noch so ein graues Top, schwarzes Top, das ziehe ich zum Beispiel immer unter Pullis, wenn ich im Winter, wenn ich so Crop-Pullis anziehe, gerne. Das hier, kennt bestimmt auch viele von euch. Auch noch so ein Top, das finde ich auch ziemlich cool, das hatte ich auch noch nicht so oft an.
Das ist das hier, das ist so mit so Regenbogen. Da unten habe ich dann auch nochmal so Tops. Also einmal das hier. Also hier ist es nicht so ein, auch so ein Bobfels. Ich weiß gar nicht, wie das, ne, wie das heißt, wenn das keine Ärmel hat. Trägerloses Oberteil. Eigentlich ist hier nicht so Besonderes. Und hier, hier hinten sind auch nochmal so Oberteile. Hier ist so meine Streifenlounge. Alles mit Streifen, also so ein langärmliches, schulterfrei. Das hier ist auch schulterfrei. Und ich würde mal sagen, machen wir erstmal weiter, was sich hier noch so befindet. Finden sich hier im großen Teil meine Pullis. Das ist auch ziemlich voll, man sieht hier hängen schon so. Mehr Kleidung passen da wirklich nicht hin. Nee. Ich zeige euch jetzt meine Favorite Pullis. Der hier von Adidas, den mag ich wirklich sehr gerne, weil der hat hinten so cool ist. Und der hat wirklich so eine Flauschi. Ich liebe den. Dann habe ich hier noch eine Sache, die sehr schlecht zwischenhängt. Ich habe eigentlich meine Kleider ganz woanders in meinem Schrank, weil die eigentlich hier passen. Das ist halt so ein richtig schickes Kleid, hängt hier halt auch mit drin. Das habe ich, glaube ich, erst zweimal oder so an. Mal sehen, vielleicht trage ich es aber bald wieder irgendwo. Dann haben wir hier, man sieht, ich kombiniere das gleich wieder so auf meinen Kleiderhaken. So ein rosanes Oberteil mit so einer Glitzerweste für Weihnachten so gesagt gekauft gehabt. Ja, das ist so ein rosa Sweater, ist jetzt nicht so, man sieht, ich habe hier ein paar rosa Sweater, die sind jetzt auch nicht mehr so besonders. Ein weiteres Oberteil ist, der hier, den habe ich mir mal im Outlet gekauft bei Calvin Klein. Und ich mag es halt sehr, weil es so ein Jeans, also so ein Denim-Look hat. Passt nicht so viel, aber ich finde es cool. Eine Jacke, die ich auch wirklich richtig gerne mag, die ich aber irgendwie noch voll wenig, also die hatte ich noch fast gar nicht an. Und irgendwie ist auch gerade gar nicht die Jahreszeit für diese Jacke, weil es ist eigentlich so eine Herbstjacke. Aber ich mag die voll gerne. Das ist halt die hier und ich finde, da hängt sogar das Preisschild dran. Ich hatte die wirklich noch nie an. Damals bei Pull&B gekauft. Und die ist halt richtig schön, weil die ist auch von innen so flauschig. Und ich liebe die, weil die hat einfach so eine schöne Farbe und ist so schön. Auch noch ein Hoodie, den ich sehr gerne mag. Das mag ich auch ziemlich gerne. Ich habe eher so ein längerer Sweater und da steht halt USA drauf. Und der ist auch von Will. Das waren eigentlich alle meine Favorites. Ansonsten sind das hier alles so 0815 Hoodies und so. So, jetzt befinden wir uns auch schon am unteren Teil meines Schranks. Und hier erstmal noch, könnt ihr so mal sehen, hier sind halt nicht viele Oberteile. Und hier habe ich ja noch gar nicht so gesagt. Und zwar hier befinden sich hier so meine Blusen, die ich habe. Also ich habe jetzt nicht so wirklich viele, aber so eine, die kennt ihr, glaube ich, auch. Das ist halt so eine, die kann man so selbst schnüren. Eine gepunktete Bluse und eine rote. In meinem Fall ist es nicht mehr so. Ich hatte damals, irgendwann mal hatte ich so einen extremen Blusentick und da habe ich mir einfach diese Blusen gekauft. Ich jetzt nicht raus. Das ist mein Onesi. Den kennt ihr vielleicht auch. Den hatte ich auch schon mal an. Irgendwann mal. Das ist halt dieser Stitch Onesi, warte. Onesi von diesem Tier. Geht's aber auch schon weiter. Hier ist so ein Schubfach, das finde ich halt auch sehr praktisch an den Sachen. Also die kann man sich extra dazu kaufen bei Ikea. Ich empfehle es für eine Unterwäsche, die ich jetzt euch nicht zeigen werde. Ich hoffe, dass es verständlich ist. Hier seht ihr, ich sage es nicht mehr. Hier seht ihr, das sieht ein bisschen chaotisch aus. Ist es aber eigentlich gar nicht, weil ich es wirklich eigentlich sehr geordnet habe. Hier befinden sich meine Taschen. Das ist mein Sportbeutel, der ist ein bisschen, der ist schon ein bisschen auseinandergenommen. Da befindet sich hier meine große Tasche, in der wirklich nochmal sehr viele Taschen drin sind, weil wirklich alle Taschen einzeln da sind, deswegen habe ich Taschen in Taschen verstaut. Logik also. Verstaut Taschen in Taschen. Spaß. Ich hier noch meine Großtasche, noch so eine schwarze Tasche. Mein Candy-Rucksack. Falls ihr jetzt denkt, ihr habt ja doch in meinem Schrank kein einziges Teil von Candy Rain gesehen. Nein, ich bewahre meine Candy Rain Sachen nicht in meinem Schrank aus. Ich bewahre die woanders auf, weil meine Candy Rain Sache, also meine, von meiner eigenen Marke, die Sachen,
Sie sind schon so viele geworden, da wird mein Kleiderschrank explodieren. Da müsste ich mir einen extra Kleiderschrank machen. Deswegen habe ich die woanders aufbewahrt. Allgemein, meine Sportklamotten befinden sich auch nicht hier in meinem Schrank. Die habe ich auch woanders aufbewahrt. Schon zum letzten Teil meines Schranks. Und zwar ist das hier ganz unten. Das sieht jetzt hier rechts ein bisschen chaotisch aus, weil das hier auch zu eng ist. Hier befinden sich halt meine ganzen Strickpullis. Hier unten sind eher so die Sachen, die so sehr winterlich sind, also so weiße. Die ziehe ich aber gar nicht an. Ich zeige euch noch gut. Hier sind aber so Socken, die finde ich auch sehr schön. Das sind auch nur so lange, richtig lange Stulpen. So, und das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat meine Kleiderschranktour gefallen. Und ihr habt jetzt mehr Einblicke in meinen Kleiderschrank gehabt. Wenn euch die Kleiderschranktour gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, weil dann weiß ich, dass ich vielleicht in einem halben Jahr oder so, wenn mein Kleiderschrank vielleicht schon wieder ganz anders aussieht und ich ganz viele andere Klamotten darin habe, oder würde ich das natürlich gerne nochmal machen. Ich wünsche euch, wie gesagt, noch einen schönen Sonntag und ein schönes restliches Wochenende. Habt einen guten Start in die neue Woche und tschüss!